Interesting. I'm speaking German. You don't understand German. You will read in Polish. I don't understand Polish. So I don't know if we speak or read the same thing. But my duty is to speak about my father, Hochdeutsch. Mein Beitrag ist, über den Arbeit meines Vaters zu sprechen, was er zur Entstehung von Humane Vitae und vor allem zur Erlebbarkeit von Humane Vitae beigetragen hat. Ein Leitmotiv für unsere Arbeit ist ein Satz aus der Nobelpreisrede von Mutter Teresa. Natürliche Empfängnisregelung ist Selbstkontrolle aus Liebe. Ihr seid schon etwas weiter zurecht. Now it's okay. Now it's okay. Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein wusste man nicht, dass es im Zyklus der Frau fruchtbare und unfruchtbare Tage gibt. Und erst im 19. Jahrhundert entdeckte ein deutscher Arzt, dass man im Zyklus der Frau unterscheiden kann, dass es fruchtbare und unfruchtbare Tage gibt. Und es kam die Anfrage nach Rom, ob man die unfruchtbare Zeit zum Einswerden von Mann und Frau nützen darf, ausnützen darf. Przepraszam, to ja jestem niedoinformowany. Tylko jeden slajd pokazał się, że jest po niemiecku. Myślałem, że puściliśmy prezentację nieprzetłumaczoną, ale już w takim razie wracamy do... It's no problem, because it's no problem. You have text in Polish. This is the text in German, but you can read... Jest tak, tutaj slajdy pokazuje Elizabeth, z tej strony jest tłumaczenie, mam nadzieję, że wszyscy widzą, jeżeli nie, to proszę podejdźcie bliżej, bo ponieważ jest prezentacja, a tekst jest oddzielnie, więc jest na dwóch ekranach, tak to zostało ustawione, także ci, którzy nie widzą z tyłu, to... Es ist die erste Anfrage nach Rom gekommen, ob ein Ehepaar nur die unfruchtbare Zeit im Zyklus der Frau leben darf. Und die erste Antwort aus Rom kam aus dem Jahr 1880. 1880. Und die Antwort lautete, dass die Ehepaare die unfruchtbare Zeit im Zyklus der Frau ausnützen dürfen. Von Beginn an, als man wusste, dass es fruchtbare und unfruchtbare Tage gibt, stand die kirchliche Lehre positiv dazu. Es ist erlaubt, die unfruchtbare Zeit zum Einswerden von Mann und Frau zu nutzen. The next one. So, Jürgen. And the next one? Yes. Knaus Ogino, ein österreichischer Gynäkologe und ein japanischer Gynäkologe, haben unabhängig voneinander etwas ganz Wichtiges für den Zyklus der Frau entdeckt, und zwar, dass die zweite Zyklusphase ungefähr gleich lang war. Und das war dann die Phase, wo eine sicher unfruchtbare Zeit liegt. Wir verwenden die Rechenregeln nicht mehr, aber das Wissen von Knaus Ogino bezüglich der Geldkörperphase bleibt weiterhin wichtig. Thank you.
In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es einen Landpfarrer in Deutschland, Pfarrer Wilhelm Hillebrand. Er wusste über den Zyklus der Frau nur, dass es eine Temperatur gibt, die um die fruchtbare Zeit herum ansteigt und in der Hochlage ist es unfruchtbar. Und seine leiblichen Schwestern mussten das ausprobieren, ob das auch wirklich funktioniert. Und er hat ganz eine persönliche Betreuung der Ehepaare gemacht. Es war die schwierige Zeit der Weltwirtschaftskrise. Und er hat jedes Ehepaar persönlich betreut und hat mit ihnen geschaut, wo ist die sicher unfruchtbare Zeit. Und das Ganze war jetzt nicht nur eine Idee eines Landpfarrers, der unsinnig war, sondern die Wissenschaft bestätigte seine Arbeit mit den Ehepaaren. Und sein eigener Bruder hat ein Werk darüber geschrieben, über diese Aufgabe von seinem Bruder zwischen ärztlicher und seelsorglicher Ehehilfe. Er hat auch den Doktor honoris causa der Medizin von der medizinischen Fakultät in Köln bekommen. Und der berühmte Professor Gerd Döring in Deutschland hat eine Arbeit über Dr. Wilhelm Hillebrand geschrieben mit diesem humorvollen Titel. Der Landpfarrer wusste mehr als die Frauenärzte. Und so ermutige ich immer die Theologen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Er hat ihm den Titel der Honoris Causa der medizinischen Fakultät der Universität in Köln bekommen. ...1930 war die Enzyklika Casticonubii, wo auch auf die Zeitwahl hingewiesen worden ist. Und wir kommen jetzt in das Jahr 1951, wo meine Eltern mit der Arbeit begonnen haben. Only the text, so it's not for you. The feet, this is good. This page is good. So you can read this. It's okay. Das 1951 gab es einen Text, der war nicht größer als so. Und darauf stand nur, dass es eine Temperatur gibt, Tieflage, Hochlage. Das war alles. Und mein Vater hat dann begonnen, natürlich mit Hilfe seiner Frau, das jetzt umzusetzen. Also wie kann man das im Leben der Frau umsetzen? Und er hat mit seiner Frau dann gemeinsam Temperatur gemessen. Und er hat aus dem, was auch hier fehlerhaft geschrieben stand, herausgeholt, was richtig ist. Und so zeige ich Ihnen jetzt die erste Aufzeichnung meiner Eltern. Das ist die allererste Aufzeichnung aus dem Jahr 1951 von meinen Eltern. Sie sehen eine schöne Temperaturkurve, Tieflage und Hochlage. Und meine Mutter war eine sehr fortgeschrittene Frau für 1951. Und meine Mutter hat jetzt meinen Vater auf verschiedene Zykluszeichen aufmerksam gemacht. Das ist ein Bild meiner Mutter. Und sie wies meinen Vater darauf hin, auf einen Schleim im Zyklus und auf den Mittelschmerz im Zyklus.
Und mein Vater ist dann in die Literatur gegangen und hat in der medizinischen Literatur nachgelesen, was das ist. Also es ist der Beobachtungsgabe meiner Mutter zu verdanken, dass diese Vorgangsweise entstehen konnte. Das ist die 8. Zyklusaufzeichnung von meinen Eltern. Sie sehen Zervixschleim, Mittelschmerz, Tieflage, Hochlage. Dieses Wissen gab es bereits 1951. Und so kommen wir in die Verbindung mit der kirchlichen Lehre von 1951. Das ist die Ansprache von Papst Pius XII. 1951. Er hat sie gehalten über Mutterschaft und Geburtenregelung am 29. Oktober 1951. Und es ist ein wunderbarer Text. Derselbe Schöpfer, der sich in seiner Güte und Weisheit zur Erhaltung des Menschengeschlechtes, des Zusammenwirkens von Mann und Frau bedient, die er zur Ehe verbindet, hat es auch so eingerichtet, dass die Ehegatten in der geschlechtlichen Funktion eine Lust und Glückseligkeit in Körper und Geist empfinden. Es gibt die zweite Ansprache von Pius XII. Vom November 1951. Und in dieser Ansprache sprach er darüber: Andererseits fühlt die Kirche Teilnahme und Verständnis für die wirklichen Schwierigkeiten des Ehelebens in unserer heutigen Zeit. Deshalb haben wir in unserer letzten Ansprache über die Ehemoral die Berechtigung und zugleich die tatsächlich weit gesteckten Grenzen für eine Regulierung der Nachkommenschaft herausgestellt, die im Gegensatz zur sogenannten Geburtenkontrolle mit dem Gesetz Gottes vereinbar ist. Man kann sogar hoffen, doch überlässt hier die Kirche das Urteil natürlich der medizinischen Wissenschaft, dass es gelingt, diesem erlaubten Verhalten eine genügend sichere Grundlage zu geben, und die neuesten Berichte scheinen eine solche Hoffnung zu bestätigen. Und dieser Satz aus der Ansprache von Papst Pius XII., die neuesten Berichte scheinen eine solche Hoffnung zu bestätigen, gehen auf die Erfahrungen meiner Eltern zurück, auf die Erfahrungen von Josef und Margarete Rötzer, weil Pater Felix Löwe, ein Jesuitenpater aus Wien, war in der Kriegszeit in Rom und wurde dort bekannt mit Pater Hürth. Pater Hürth war Ghostwriter bei Pius XII., Pater Felix Löwe hat die Erfahrungen meiner Eltern an Pater Hürth berichtet, und Pater Hürth hat es Pius XII. Berichtet, und Pius XII. Hat das in die Ansprache 1951 eingefügt. Und hier noch einmal die Aufzeichnung meiner Eltern aus dem Jahr 1951, so weit war man damals schon. Ich möchte eine Zusammenfassung machen. Josef und Margarete Rötzer, natürliche Empfängnisregelung, symptothermale Methode. Natürliche Empfängnisregelung bezeichnet die umfassende Lebensweise. Der Begriff symptothermal weist auf die Methode hin, wie der Zyklus der Frau beobachtet und ausgewertet wird. Und Josef Rötzer gilt in der Weltliteratur als der Begründer der ersten echten symptothermalen Methode. Seine erste Veröffentlichung war 1962. Sein erstes Lehrbuch für die Ehepaare erschien 1965. Im Zweiten Vatikanum wurde in Gaudium et Spes auf diese Fragen der verantworteten Elternschaft
und auf die Fragen der Empfängnisregelung eingegangen. Das sind diese beiden wichtigen Punkte, Gaudium et Spes 50, Gaudium et Spes 51. Das sind diese wichtigen Punkte für unsere Arbeit. Und so kommen wir zu Humane Vitae 1968 über die Weitergabe des menschlichen Lebens. Ich liebe diesen ersten Satz aus der Enzyklika. Die überaus ernste Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben, durch die die Gatten freie und bewusste Mitarbeiter des Schöpfergottes sind, erfüllt sie immer mit großer Freude. Doch ist die Freude vielfach mit nicht geringen Schwierigkeiten und Bedrängnissen verbunden. Und das ist ein Satz zum Schluss der Enzyklika. Nur wenn der Mensch sich an die von Gott in seine Natur eingeschriebenen und darum weise und liebevoll zu achteten Gesetze hält, kann er zum wahren, sehnlichst erstrebten Glück gelangen. Die Kirche gibt uns in Humane Vitae die positive Sicht Gottes für die Ehe. Wir sind ja nach seinem Bild geschaffen, als Mann und Frau. Humane Vitae gibt uns die positive Sicht von Sexualität, von Liebe und Fruchtbarkeit, die ja nicht zufällig zusammengeführt sind, sondern vom Schöpfergott von Anfang an in den Menschen hineingelegt sind. Liebende Vereinigung und Fruchtbarkeit gehören zusammen und auch hier gilt, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Das ist ein ganz wichtiger Text. Ich denke, es wurde heute schon darauf hingewiesen, das Krakauer Memorandum 1966-1967 unter der Führung von Kardinal Karol Wojtyła geführt. Und in diesem Krakauer Memorandum wird auch auf die natürliche Empfängnisregelung hingewiesen. Und man findet auch in einer Fußnote das Buch meines Vaters, Kinderzahl und Liebesehe. Die Frage ist, wieso kannte Karol Wojtyła die Arbeit meines Vaters, eines österreichischen Arztes? Und hier kommt eine Dame ins Spiel, die in Polen sicher sehr bekannt ist, das ist die Frau Dr. Wanda Woldawska. Wir sehen hier ein Bild, und Sie sehen ganz auf der herüberen Seite Frau Dr. Wanda Woldawska im Kreis von Johannes Paul II. Und neben Johannes Paul daneben, das ist Peter Manzi. Kardinal Peter Manzi, der vor kurzem gestorben ist. Wieso kannte Karol Wojtyła meinen Vater, wieso wusste er von dieser Arbeit? Und da habe ich einen Satz aus der Biografie meines Vaters aufgeschrieben. Eine Vortragsreihe in verschiedenen Städten der USA machte ich gemeinsam mit Frau Dr. Wanda Woldawska aus Polen. Frau Dr. Woldawska war bereits in Krakau Beraterin des dortigen Erzbischofs und späteren Papstes Johannes Paul II. Gewesen. Bei unserem Vortrag in Philadelphia erwähnte sie, dass sie in Krakau bereits das Lehrbuch von Dr. Rötzer verwendeten, da viele Deutsch sprechen konnten. Die wichtigsten Teile des Buches übersetzten sie ins Polnische und dann sagte sie ganz geheimnisvoll vom Podium herab, ich saß vorne in der ersten Reihe, aber der Dr. Rötzer weiß nichts davon. Er konnte dann gemeinsam in einer Gruppe von Ärzten, Psychologen, Theologen, mein Vater an einem Buch für die Bischofssynode 1980 arbeiten. Dieses Buch war aus vier Teilen zusammengesetzt. Im ersten Teil waren Erfahrungsberichte, zum Beispiel von Mutter Teresa, von ihrer Erfahrung in Indien, Kalkutta, von Frau Dr. Wanda Woldawska. Der zweite Teil über Wissenschaft, zum Beispiel von Professor Jérôme Lejeune, von meinem Vater.
Dann ein theologischer Teil, Tetamanzio und Carlo Caffara, die beiden späteren Kardinäle. Und als Anhang war in diesem Buch alle Dokumente der Kirche enthalten. Und dieses Buch wurde vor der Bischofssynode 1980 zusammengestellt und in einer Audienz Papst Johannes Paul übergeben. Sie sehen hier die Autoren des Buches, Mutter Teresa, mein Vater, Mandapol Dasker de Tavanzi. Das war ein Treffen mit Johannes Paul und sie übergaben ihm dieses Buch für die Familiensynode 1980. Zwischen Johannes Paul II. Und meinem Vater gab es verschiedene Treffen. So eines dieses Bilder davon, wo die beiden beisammen waren. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Bild von den Laien, die 1980 bei der Weltbischofssynode dabei waren. Das war also die Weltbischofssynode über die Familie. Es waren Laienteilnehmer von der ganzen Welt. Vielleicht sehen Sie auch jemanden aus Polen, ich weiß nicht. Man sieht John und Evelyn Billings. Dann Anna Cabella aus Rom. Wanda Botawska, mein Vater. Georgi aus Frankreich. Aus Südamerika. Es waren Vertreter von der ganzen Welt. Das waren die Teilnehmer bei der Weltbischofssynode 1980. Sie waren, ein besonderes Verhältnis gab es mit Mutter Teresa, auch mit den persönlichen Gesprächen von mit Mutter Teresa und mit Johannes Paul II. Und Ina, Professor Rötzer, hat Mutter Teresa zu ihren Schutzpatronen erwähnt. Denn die Schwestern von Mutter Teresa lehren bereits seit 1967 natürliche Empfängnisregelung. Und das ist unser Bild von der Mutter Teresa, eigens für Ina gemalt von einer Ärztin aus Rumänien. Mein Vater war dann Vertreter vom Vatikan bei verschiedenen Organisationen und bei verschiedenen weltweiten Treffen. Hier zum Beispiel war er der Vertreter beim 3. World Congress Human Reproduction im Jahr 1981 mit Bischof James Hugh von Vatikan. Nach Humane Vitae kam das großartige Schreiben von Johannes Paul II. Familiaris Consortio vom 22. November 1981, die Ehe und Familienplane Gottes. Humane Vitae und Familiaris Consortio gehören zusammengelesen, nicht eines alleine. Ganz wichtig sind dann die Katechesen von Johannes Paul II., die Mittwochkatechesen, mit der Theologie des Leibes. Das sollte jeder studieren. Everyone shall study the theology of the body, please. In der Theologie des Leibes befassen sich die letzten Katechesen, die 118. bis 133. Katechese, befassen sich mit der Enzyklika Humane Vitae. Es kommt dann der Katechismus der katholischen Kirche 1993. Die Punkte sind 1601 bis 1664 über das Sakrament der Ehe. Dann 1995 die Enzyklika Evangelium Vitae. Ganz besonders hinweisen möchte ich auf den Punkt 43 in dieser Enzyklika. Und hier möchte ich Ihnen einige Pioniere der natürlichen Empfängnisregelung vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Sie davon kennen. This one for Dasker?
Wanda Poltawska, Denis Saint-Marie. Yes. My father, this Hannah Klaus from Dienstag. Hannah Klaus. Here is the Anna Cabella from Rome. Anna Cabella. This is das Ehepaar Guy, François and Michel Guy, Frankreich. Mauritius haben sie gearbeitet. John und Evelyn Billings. Thomas Hilchers, Naples. Okay? Das ist die Situation nach der Ansprache meines Vaters bei der Weltbischofssynode. Das war unmittelbar danach. Sie sehen Josef Ratzinger und Johannes Paul ist bei meinem Vater vorbeigegangen und hat zu meinem Vater gesagt, das habe ich schon alles gewusst, was sie uns erzählt haben. Und er wusste um die Arbeit meines Vaters und mein Vater hat immer gesagt, die Zusammenarbeit wochenlang, jetzt mit Theologen, mit Ärzten, mit dem Heiligen Vater, war ein prägendes Erlebnis für sein ganzes Leben. Und auch Papst Benedikt XVI. Hat das Lebenswerk meines Vaters geschätzt. Und ich habe Ihnen hier den Brief meines Vaters vom Jahr, also an meinen Vater von Papst Benedikt XVI. Vom 24. Oktober 2006 auf die Leinwand geworfen. Und er bedankt sich bei ihm. Sie haben durch ihr in 55 Jahren unermüdlicher Forschung erworbenes und von tiefem Glauben inspiriertes und getragenes Fachwissen Tausenden von Ehepaaren geholfen, ihre Ehe im Einklang mit dem Plan Gottes zu gestalten und dadurch die eigentliche Würde und Schönheit dieses Sakramentes zu entdecken, das Paulus als direktes Abbild der Verbindung Christi mit seiner Kirche sieht. Gerade heute sind angesichts der mächtigen Propaganda für künstliche Verhütungsmittel einerseits und In-vitro-Fertilisation andererseits ihre Erkenntnisse auf dem Gebiet der natürlichen Empfängnisregelung von unschätzbarem Wert, weil sie den Eheleuten unter Anwendung natürlicher Methoden sowohl eine verantwortete Elternschaft als auch in gewissen Grenzen eine Überwindung der Unfruchtbarkeit ermöglichen. Darum möchte ich Ihnen anlässlich dieses Jubiläums der Zusammenarbeit mit Ina Italia meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen. Ich wünsche mir, dass Sie all denen, die von Ihrem Beistand beflügelt, mit Begeisterung Ihre Erkenntnisse weitervermitteln, dass Sie Ihnen noch lange zur Seite stehen können. In diesem Sinne erteile ich Ihnen von Herzen einen besonderen apostolischen Segen, den ich gerne auf alle Ihre Angehörige ausdehne, aus dem Vatikan, 24. Oktober 2006. Und über dem Lebenswerk von meinen Eltern steht der Satz, wenn die katholische Lehre wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein. Es ist die Verbindung von Glaube und Wissen. Und mit Hilfe der natürlichen Empfängnisregelung nach Kreuzer kann das Ehepaar bei Kinderwunsch die beste fruchtbare Zeit erkennen. Und wenn eine Schwangerschaft nicht verantwortet werden kann, kann es eine sicher unfruchtbare Zeit auswerten. Diese Lebensweise der natürlichen Empfängnisregelung entwickelt ihre eigene Dynamik der Liebe. Die Ehepaare werden bald verstehen und erleben, was damit gemeint ist. 1951 hat ein Ehepaar diesen Weg begonnen und heute ist das Buch in so vielen Sprachen übersetzt. Wir haben von unserem Lehrbuch bereits die 46. Auflage 2016 und es folgt jetzt die 47. Auflage. Wir haben ein Buch, wo wir besondererweise auf humane Vite eingehen und die Lebbarkeit dieser kirchlichen Lehre,
Die positiven Auswirkungen des Lebens mit der NDR auf Ehe und Familie. Neue Gesichtspunkte der synthothermalen Methode nach Rötzer. Auf Polnisch liegen diese beiden Bücher vor, das Lehrbuch und das weiterführende Buch. Ich möchte Ihnen hier dann auch die polnische Internetseite weitergeben und auch das Mail, mit dem Sie sich wenden können, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie mitarbeiten wollen. Das hier ist unsere internationale, wo Sie eben auch die verschiedenen anderen Übersetzungen erhalten. Und ich möchte gerne schließen noch einmal mit dem Bild von Mutter Teresa. Mutter Teresa und ihre Schwestern haben bei den Ärmsten der Armen dieser Welt gelehrt und so gezeigt, dass dieser Weg für alle Menschen guten Willens möglich ist. Die Lehre von Humane Vitae schützt die Ehe und Familie und lässt wahres Glück erfahren. Seliger Papst Paul VI., heiliger Papst Johannes Paul II. Und heilige Mutter Teresa, erbittet uns den Segen Gottes für unsere Arbeit heute. Amen. Danke.